Herzlich willkommen zur CES 2015 in Las Vegas und unserer allseits beliebten Rubrik Top und Flop. Und dieser Gang hier, das ist mein absoluter Top, denn hier gibt es wirklich alles, um das Auto für, sagen wir mal, rund 3000 Dollar voll zu elektrifizieren. Da gibt es alles. Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Auf jeden Fall gibt es zum Beispiel auch Lautsprecher, die aussehen wie kleine Kokosnüsse und solche Sonnenblenden hier, die ein Fernsehbild wiedergeben. Okay, das Format ist nicht ganz das Richtige, aber für mich ist dieser Gang absolut top. Mein Flop der CES 2015, Lautsprecher in allen Farben und Formen. Sie hängen hier an den Wänden von den Decken. Man haut sich hier fast den Kopf an diesen Ungetümen. Also ich kann sie nicht mehr sehen und dann, alle sind angeschaltet. Ein Riesengewummer aus Subwoofern und hier sollen wir für die Autobild arbeiten. Das ist fast unmöglich. Für mich der Flop der CES. Daumen runter. Was mich an diesem Multimedia Kaufhaus CES so unglaublich fasziniert, ist die Bandbreite. Du findest hier alles, vom Staubsauger über Backöfen, metergroße Fernseher bis hin zum voll vernetzten Auto. Das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Das ist zwar völlig irre hier, aber irgendwie klasse. Diese Messe steht im Zeichen des automatisierten Parkens. Auch hier bei Tata hat man sich ordentlich ins Zeug gelegt und dieses Modell hier auf die Beine gestellt. Ein Proof of Concept ist das Ganze natürlich nur. Aber stellen wir uns mal vor, jeder Hersteller würde nur mit so einem Modell auf so eine Messe kommen. Dann wäre das ganz schön langweilig. Also für mich tatsächlich der Flop der Messe. Gegen das hier ist eine Automesse so langweilig und ruhig wie ein Freitagnachmittag auf der Behörde. Hier herrscht das blanke Chaos. Millionen von Menschen strömen tausende von Hallen. Jeder scheint zu wissen, wo es irgendwas Neues gibt. Ich finde mich hier überhaupt nicht zurecht. Für mich ist das zu viel. Vielleicht bin ich einfach nur zu alt. Mein Top der CES 2015, diese vier wundervollen Smartwatches von Hyundai. Die blinken hier in allen Farben und nicht nur das, die haben auch ganz tolle Funktionen. Das ist Zukunft pur. Ich kann mit dieser Uhr mein Auto starten. Ich kann den Ölstand messen. Ich kann den Reifendruck messen. Ich kann die Türen auf und zu machen. Ich kann das Licht an- und ausmachen. Wunderbar. Leider, jetzt gibt es es noch nicht, aber Hyundai arbeitet dran. Vielleicht sehen wir das in den nächsten ein, zwei Jahren in Serie. Ich freue mich drauf. Daumen hoch.